einen wunderschönen und hallo bzw. herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video zum Thema New World. Ich rede gar nicht lange drum rum, du hast den Titel des Videos schon im Vorfeld lesen können und weißt nun auch, worum es geht. Die Sirenen-Stimmkugel können wir droppen und zwar nur in diesem rot gefärbten Bereich. Spätestens ab hier solltest auch du einmal Schaden an den Monster machen, damit du hier und da einmal eine Sirenenkugel droppen kannst. Das ist so das Ende des Sirenenrands, nenne ich mal so, ab dem Moment, wo dieser ganz große Boss erscheint, der wodurch diese riesengroße Türe kommt und verdammt viel Aua macht. Hier kannst du dir noch einmal in der Database ansehen, dass wir insgesamt von 25 Monster in dem Sirenen-Elite-Rand die Möglichkeit haben, eine Sirenen-Stimmkugel zu droppen. Die Database habe ich wie immer für dich unter meinem Video verlinkt zum Nachsehen. Als zweite Stimmkugel ist die Beschützerstimmkugel dran und mit dieser können wir die Prüfung mit dem Gierschlund absolvieren. Die Database sagt uns, dass wir diese Kugel nur von 9 Monstern bekommen können. Und genau diese Monster liegen im ewiger Weiher oder auch genannt im Pool. Hier in diesem rot eingefärbten Bereich kannst du dir die Stimmkugeln versuchen zu erbeuten. Nachdem ich dir die Stimmkugeln vorgestellt habe, zeige ich dir auch noch jede einzelne Kugel im Einsatz. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich. Die Einhaus-Stimmkugel können wir laut Database von 13 Monstern bekommen, die sich in der Heimtücke befinden. Die Heimtücke ist in Edenhain. So großartig erklären, glaube ich, brauche ich die Heimtücke jetzt nicht wirklich, aber ich zeige es dennoch einmal, dass hier in diesem rot eingefärbten Bereich die Monster sich aufhalten. In einem meiner Videos sagte ich schon einmal, pass in der Heimtücke auf, denn sie heißt nicht grundlos Heimtücke. Also, aus diesen drei Gegenden können wir die Kugeln bekommen, vollkommen gratis, wenn man ein wenig Glück hat. Aber darüber hinaus haben wir noch die Möglichkeit und können 5 Stimmkugeln maximal von allen drei in der Woche selber herstellen. Dazu brauchen wir einen Steinmetztisch und du selbst musst den Steinmetz mindestens auf Level 50 haben. Ich zeige dir ja hier in dem Video schon, was du so alles benötigst und das ist nicht gerade von schlechten Eltern, sondern schon eine recht große Menge. Alleine nur, um den Energiekern herstellen zu können, brauchen wir 2 weitere Zutaten, die wir erst einmal bauen müssen oder uns im Handelsposten kaufen gehen. Wenn du sie bauen willst und dir das einmal anschaust, was du alleine für das ewige Herz an Partikeln brauchst und das auch direkt einmal auf 5 hochrechnest und dieses dann auch noch einmal mal 3 rechnest, dann weißt du, was dich diese 15 Stimmkugeln jede Woche kosten werden, wenn du sie selber bauen magst. Schauen wir uns an, wo wir den Meißel herbekommen können. Ihn können wir nicht herstellen, sondern müssen ihn kaufen gehen bei dem Fraktionsminister im Shop. Ich selbst baue nun keine Kugeln zum Demonstrieren, da ich noch genug Kugeln besitze und ich diese erst einmal ablaufen mag mit der Kompanie. Täglich solltest du selber, wenn du im Besitz von Kugeln bist, mindestens 2-mal am Tag diese Kugeln auch verballern. Du erhältst 2 Zitringipse und bekommst dadurch noch je 50 Schattensplitter. Ich weiß, dass es nicht sehr viel ist, aber ich persönlich freue mich über jeden einzelnen Schattensplitter, der in mein Inventar reinkommt. Und nun viel Spaß in den 3 folgenden Prüfungen. Jo, alle da. Jo, du kannst starten. Jetzt haben wir hier einen Lord Kürbis. So. Let's go. So, wen fokussiere ich? Thomas. Was? Wieso mich? Einfach die Sirenenkönigin wäre noch besser. Bin ich der Idiot, hä? Ja? Ich hab die Agro gerade jetzt nochmal. Nein, die Agro hab ich. Alter, ich hab mich mal gehasst oder sonst irgendwas drauf, hä? Ja, wenn du mit deinem Beil wieder spielst mit Stein drin, dann ist das kein Wunder. Ja, das hab ich, ja. Ja, dann brauchst du dich noch nicht wundern. Egal, solange ich Heal krieg, geh mir scheißegal, weil ich alles kaputt habe. Du bist alter Damage, denke ich, das ist gut, gefällt mir. Ja, mir auch. Das geht auf Damage, denke ich, weißt du? Tank mit 5 Kunst hier. Bin ich voll dabei.
aktuell habe ich 7. Was? 7 kannst du? 7, ja. 7000 meinst du Leben? 7000 Leben. Ja, das ist doch 5 Gunsti. Richtig. Reicht doch. Ja, aber das ist nicht ausgereiftes Set. Wenn ich jetzt das richtige Set anziehen würde, wäre es natürlich besser. Für die der Hanna Langer DSL. Ich glaube, gestern oder vorgestern war der Stadtbuff mal abgelaufen. Da hatte ich nur 6500 Leben. Ja, ich kenne das auch. Ich wundere mich dann ab und zu, hä? Ich hab doch sonst immer hier so und so viele. Ja. Leben am Limit, ja? Einmal. Ja, ja, das ist ein Leben am Limit, ey. Ah, der Stadtbuff ist. Oh, wir müssen hier raus. Ja, raus. Weg. Oh, komm her, ich hab die Ergo, ja. Kommt sowieso zu mir, ja. Hey. Oh. Oh, jo. Mhm. Achtung, da kommt sie. Ich kann mir noch keine. So, dann ist er doch gleich weg, oh, Jari. Jetzt ist er gleich Feierabend, ne? Muss ich aber aufpassen, ne? Sonst ist bei mir Feierabend. Und tschüss, was wunderbar. Was? Und dann gleich nochmal. Ja. Und die anderen beiden machen wir auch, oder was? Ja, klar. Na klar. So, wo über ist denn Feld? Der Haut drauf? War die Kugel das jetzt mit, ne? Ja, ja, ich habe alle dabei, aber wir müssen soll auch Haut drauf ziehen, warten, Alter. Als Tank gehen? Wenn, eigentlich nicht, wenn man genug Schaden haben, geht das auch so. So, hier hinten auch. Hier bei mir. Hier. Da, nach hier. Ein Ernst, Mann. Rennt man nicht so schnell hier, weil Chino von dem Ding oben drauf da. Terry, zeig's ihm mal. Ah, er hat's. Ja, ja. Kommt da nicht hoch? Hier steht sogar ein Zelt hier. Ja. Im Ernst? Du musst erst springen und dann laufen. Schoxi! Bleibt man hier stehen? Ach, an der ganz linken Seite kann man ja übelst weit reinlaufen noch. An der linken Seite. Warte, Kemper, lass mich vor, dass du siehst, wie du es nicht machen musst. Ich bleib mal hier, weil ich will. Ah, er hat's. Ihr könnt ich hab doch eben gesagt, dass ich es verstanden habe. Du musst halt bis zum letzten Moment warten. Ne? Ist halt so. Ich hab die Hose dazu bekommen. So, ich muss nur ganz kurz Pots einschmeißen. Ja, warte, Schocks, der teleportiert sich jetzt gerade erstmal. Ich muss natürlich nochmal vormachen, wie es nicht geht. Richtig, genau, ich hab's gesehen. Ja, ich ja auch, ne? Und nee, ich hab's Start, nicht gesehen. Was? So, ihr sagt, wo ist Terry? Bitte? Also geht's nicht? Wo bist denn du? Ja, hier unten, aber geht's nicht, Campbell? Ja, klar, oder? Geht das. Starte. Ihr müsst nur sagen, darf ich, ja? Wenn es nicht geht, muss ich porten. Hm. Geht doch. Es geht. Ja. Er kann nicht starten, wenn du zu weit weg bist, weißt du? Richtig. So, jetzt gibt's was auf die Glocke. Aber richtig, Junge. Okay. Dampf ist kurz aufgefüllt. Jawohl. Deutsch gleich ein bisschen rum hierher, bevor wir wieder. War wohl nichts, die liegt da, bleibt diesmal an. Anyway. Ich muss irgendein Item auf 23 bringen. Wer, du? Oder die Waffe. Ja, mir fehlt ein Punkt, um die 200 geschickt mitzunehmen. Das ist voll ärgerlich gerade. Ein Punkt, Alter. Hey, wenn er dodgen soll, tu das nicht, ey. Bevor er dich trifft, musst du dodgen. Ja, das weiß ich, aber funktioniert nicht immer. Ey. Jetzt haut er mir die Glocken weg. Wenn du einen Hit abbekommst, kannst du kurz nicht dodgen. Richtig, ich weiß. Hops weg.
mal schön pieksen. Hast du nicht Edenil oder sowas? Oder Knochenbrecher, Thomas? Natürlich, ich hab's Edenil gerade. Warum spielst du? Ach so. Mit Karneol oder was? Richtig. Lol. Gut oder schlecht? Ist gut. Hast du nicht auch einen Knochenbrecher? Doch, hab ich auch. Warum machst du da nicht den Karneol rein? Hab ich doch. Warum machst du das nicht an? Weil ich es nicht dabei hab. Ach so. Das liegt bei mir das schön im Safe. Da. Wie viele Schattensplitter waren das eigentlich? 50 gibt's jedes Mal. Jedes Mal 50. Okay. Ja doch. Zum Schreien hinpacken. Ja, 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 hier unten. Einfach runterlaufen. Ja, ja, von hier kannst du laufen. Jetzt wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn ich das andere Beine da bei ihm rein willst. Das ist eine Erdkreatur, weil bei der anderen ist es ein bisschen eine tricky. Ja, die hüpft halt mehr rum, die müssen mal. Richtig, und macht den Ball. Richtig. Ja. Okay, dann gehe ich kurz in den Schiedsstädtel. Danach bin ich aber wirklich weg. Ja, ich mach dann auch einen Cut. Was soll ich mitnehmen? I am ready. Ich mag auch Rettich. Was, du magst Rettich? Ja. Ich komm mal mit dem Schleifstein drauf. Ja. Bereit? Ja. Bitte? Gegen Erdkreaturen? Ja, ist Feuer. Ist Feuer richtig nice. Alter, es ist doch unglaublich, Mann. Was ist los, ey? Du hast das Spiel mit wenig Kunst hier. Ja, aber. Na, ein Treffer von dem darfst du auch nicht vergessen. Es ist ein 66er. Ja, dann muss die Faust aufheben. Wer rennt? Ja, ich renne. Ich hab ihn schon wieder und der hat mich auch all rein. Ich brauch halt. Du stehst, Moment. Du stehst! Ja, ich kann doch nichts, der macht mich doch platt, Mann! Du hättest einfach nur stehen bleiben müssen. Ja. Ich bin schon wieder da. Camber läuft. Lauf, Forrest! Das gibt's. Ich renne weiter! Alter, nein, das ist unglaublich, Mann. Angst hat er keine, aber schnelle Beine. Die Reichweite ist scheiße von dem, ey. So, stehen alle wieder? Ich übernehme ihn, hab ihn schon wieder. Bitte in den grünen Kreis drin bleiben. Kepper, ja, du darfst wieder stehen bleiben, ey. Oh. Okay. Hab ich schon den grünen Kreis hier? Eigentlich schon. Zweimal. Doppelt sogar. Jemand muss da immer ich heb Schaus auf. Okay. Ich stehe im Kreis drin, also.
Ich habe ihn übernommen wieder. Ich habe halt leider den einen Perker nicht drauf hier. Oh. Auf dem Speer. Oh ja, Junge. Valjo. Valjo. Er spielt den einfach zu wenig. Man kennt ihn seine Bewegung gar nicht richtig. Schon, aber teilweise kommst du nicht weg oder du kommst nicht weit genug weg, weil der hat halt schon eine Reichweite, die ist abartig. Komm, irgendwie weit ich weg war, komm mal. Ja, Alter. Sag ich ja. Boah, der stinkt, Alter. Woll ich es wissen? Der riecht nach Mutter Natur, Junge. Der stinkt nicht. Schöner Ranz. Mhm. Ja, die können aber noch besser. Noch schneller. Ja, aber ist trotzdem gut gewesen. Ja, wenn ich auf meinen anderen Account gehe, ist das ja klar. Ja, ja, das ist wenn klar. Ich auch meine anderen Klamotten anziehen würde, dann wäre es auch noch einfacher. So, so ist das. GG. GG. Und jetzt? Jetzt ist Feierabend bei mir. Ja. Echt? Okay. Ja. Irgendwann muss mal die Reißleine gezogen werden hier. Ja. Richtig. Also ich reiße meine heute ab. Abgerissen. Ja, das war mal die komplette Erklärung zu den drei Stimmkugeln, die wir droppen können oder selber herstellen können. Die dazu passenden Prüfungen habe ich dir ebenfalls gezeigt und ich finde, dass die drei Prüfungen auch recht gut absolviert worden sind von uns. Wenn dir das hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen darüber, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst nach dem Video. Nach meinem Outro, was ich ja immer in meinen Videos drin habe, kannst du dir noch ein paar Fails ansehen von mir und ein paar Dinge sehen, die du am besten nicht machen solltest, wenn du diese Prüfungen nachmachen möchtest. Hast du meinen Kanal noch nicht abonniert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das jetzt an dieser Stelle nachholen würdest. Ein Creator hat nur Spaß an seiner Arbeit, wenn er sehen kann, dass seine Community, also ihr, immer weiter wächst und sich auch rege an den Kommentaren beteiligt. Hast du eine Idee, was man noch so zeigen kann oder interessiert dich irgendetwas besonders und du hast aber noch nicht so wirklich ein Video gefunden, wo dein Anliegen mit befriedigt wird, dann schreibe mir auch das in die Kommentare rein. Ich werde dieses, wenn ich es selber weiß, versuchen, wie immer hier auf meinem Kanal zu erklären. Weiß ich mal was nicht, dann kann ich mich auf meine Kompanie verlassen und dort einmal nachfragen, beziehungsweise wir setzen es dann gemeinsam als Projektvideo um. Apropos Kompanie, solltest du Interesse haben, mit uns zusammen mitzumischen in New World, dann komm zum Server Nysa in die Marodeure und schließe dich uns an. Wir sind die Nutella Chickens und das Hauptaugenmerk unserer Kompanie liegt in den Expeditionen bis hoch zum Muta 10 in Gold. Ist dein Interesse geweckt, dann sprich uns einfach an. Ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bleibe noch dran, bis das Outro fertig ist und lache noch etwas. Arrivederci. Winke, winke. Bye, bye. Ciao. Ciao. Du musst ja bloß bis hochkommen hier. Kämmwer muss es bloß schaffen, wir anderen können. Na, warte, ich bin doch schon bei Nutella. Ach, hier, bei Faust. Das Zelt, wir sind doch schon gebunden. Ach so. Oh
Wir warten nur auf euch, auf das Fußvolk. Ja, Terry hat's geschafft. Ah, den Käfer, ja, Käfer. Da oben hat's auch ein Bild wieder zum Einsammeln. Hier war diese Scheißdicke, ne? Ah, Nutella, das war jetzt Faust, das war scheiße. Wieso? Weil ich nicht aufgepasst habe. Ach so. Jetzt muss ich erstmal das Fußvolk vorbeilassen. Hier bin ich letztes Mal auch jedes Mal runtergefallen. Kenne ich nicht. Siehst du, der hier haut drauf, Gino hat dasselbe Problem. Was sollte leichte Rüstung annehmen? Mit schwerer Rüstung ist das schwerer. So, hast du gesehen, haut drauf, Gino? Easy. Ich hab Glück gehabt. Irgendjemand ist gerade vorbeigeflogen, ne? Nee, ich. Aber doch. Er ist auch vorbeigeflogen. Ich komme hier nicht rauf? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich stehe hier oben. Aber kann hier nicht über die Steine laufen. Ich bin drüber. Thomas, du bist auch da. Natürlich, warte, ich bin doch der Erste gewesen, ne? Ich find's nicht lustig. Doch, weil eigentlich war ich immer diejenige, Terry ist normalerweise diejenige, wo hier daneben fliegt. Dann hättest du mal das letzte Mal sehen müssen, als ich dabei war. Ja, ich seh's doch jetzt. Doch. Das war zu geil, das war wirklich zu geil. Ach so, Kemper, wie war das gerade eben? Du kennst es nicht, ich sollte das langsamer machen. Gerade eben sagst du, hey, du hättest sehen sollen, hey, wie beim letzten Mal, also bist du so schon gelaufen? Ja, natürlich, aber das allererste Mal, das musst du dir mal reinziehen, das allererste Mal. Ja, dann musst du dir das merken, hey. Ja, aber das die rennen alle vor und dann siehst du keinen Menschen mehr und dann stehst du hier und dann musst du da irgendwo hinlaufen, wo du überhaupt noch nie gewesen bist. So, ich muss jetzt erstmal da stehen kurz, Kemper, damit der Dings das sieht. Ja, genau, deshalb bleibe ich ja hier. Du musst gerade laufen, nicht so schief, wie ich deshalb dir das gezeigt habe. Aha. So, siehst du, wenn mir das von Anfang an so gezeigt wird, ja, wer... Nee, logisch. Ja, komm. Das Ding ist halt, ich hab's immer sonst so gemacht, das... Gerade, nicht schief. Du läufst schief. Einfach gerade runterlaufen. Und dann springen. Dahin. Hier? Einfach gerade im Winkel hinzuspringen. Ja, dann musst du auch springen. Ich komm gleich. Der hebt sich dann eigentlich fest und zieht sich hoch. Ich mach mal befreien, mal gucken. Oh, ich glaube, das reicht. Gino bleibt da stehen. Gino hat's geschafft, oder? Nee, er kommt da nicht durch. Runterspringen, Gino. Ja, hier ist eine Mauer. Ja. Kann er gleich Ding machen, ne? Guck hier kannst du nämlich hier runterspringen. Und dann stehst du wieder oben. Genau, wir warten auf Kemper. Ist Gino drüben? Nein. Gerade Kemper. Aber nicht an der Wand, minimal neben der Wand und dann gerade runterspringen, einfach nur zur Kante. Das ist doch nicht normal. Ja. Okay, lass die Ranke dabei mal killen, ja. Wo ist denn die? Das Rotze, was die hier gemacht haben, ehrlich. Ja, normalerweise macht man das auch von der anderen Seite, ne? Komm, Gino, ich zeig dir das. Los, kill mich, go. Kill mich doch mal. Dankeschön. So, ich bin auch wieder am Zelt, Freunde. So, lass mich alleine, du Hässler, Mann. Mit dir kämpfe ich nur einmal, ey. Hab gesagt, ich geh mich gehen. Mann.
Mann! Wie kämpft ihr denn? Ja, ich bin hinter der Wand. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Wenn das jetzt wieder schief geht, dann krieg ich einen Rappel, ey. Oh, helf mir, mach das Tor auf hier bitte. Oh, bist du da, Kämmenwehr? Ich stehe hinter dir. Und so klappt das. Bloß nicht daneben springen. Wirklich, gerade eben habe ich es geschafft. Ja, so ja. Du schaffst es aber. Glaub mir. Ach Mann, ist doch scheiße. Weißt du, den einen Tag, wo du das auch nochmal gemacht hast, beim ersten Mal geschafft, ne? Ob das jetzt so von den Ständer besser ausgeht. So, Waffe weg. Und let's go. Nee. Keine Chance. Spring einfach, wie du denkst, du schaffst das. Ich bin drüben. Bis hast geschafft? Ja. Du musst, also du musst eigentlich bis zum Ende laufen. Warte, bevor und du wirklich startest, das Ding ist gerade. Hau drauf, Gino ist auch fast drüber gekommen. Fast, aber er hat auch den richtigen Weg getroffen. Du kannst runterspringen, okay. Gino. Nein, aktivier einfach, denn dann stoppt oder, der oder ja. Er braucht nur auf zurück, genau. Also befreien hier klicken. Hier starten. Starte ja, einfach. Da vorne kannst du doch auch starten. Einfach starten können wir, dann werden wir alle geportet, egal wo. Na, warte, Gino ist jetzt schon am teleportieren. Azot, EP. 1700, nee, 17.000. Mach go. Ihr kommt alle rein, ja? Ja, go. Warum bin ich? Achso, weil ich habe ja die Kugel gehabt, Alter. Ja, nur ja, der die Kugel hat, ja, der ja, muss ja, da ja. Alle anderen können hier oben warten.